herzlich willkommen zu einer weiteren Session von Real Farming LS19 meets Reality. So, ich muss mir gerade mal ein bisschen hier den Überblick verschaffen. Es geht genauso weiter wie beim letzten Mal. Das heißt, ich werde wieder die ganze Woche Montag bis Sonntag in einem Stück aufnehmen. Und dann, dann kriegt ihr jeden Tag wieder eine Folge. Real Farming LS19 meets Reality. So. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Das hier haben wir. Ich glaube, ich habe letztes Mal gestern. Muss mal gerade reingucken, was meine Felder machen. Und ich habe immer noch Geld offen beim. Beim Jürgen Racex, das sind immer noch 2200, das überweise ich dem gerade mal. Jürgen Racex überweisen. So, dann bin ich nämlich da auch schon wieder eben. Und dann würde ich sagen, fahre ich mal wieder zu meinen Fältchen. Beziehungsweise ich mache erst bei den Schäfchen ein bisschen sauber. Wie immer. Ich habe gar kein Gras mehr. Muss ich gerade mal hier ins Tablet gucken. Aber die sind noch gut versorgt. Okay. Gut, ich rufe mal gerade das LU an. Über. Hey, servus, hey, krass, dass du anrufst, ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ. Hey. Hey, servus, hey, krass, dass du anrufst. Hey, wo bin ich denn jetzt gerade? Hey, wo bin ich? Irgendwie. Ah, irgendwie habe ich mich verwählt, glaube ich. Ah, jetzt klingt's. Hallo? Hallo, Herr Neumann. Herr Neumann, guten Tag. Ich habe mich gerade irgendwie. Mein Handy hat mich gerade verarscht. Ich habe eine Frage. Brauchen Sie ein bisschen Gras? Gras? Nee, wissen Sie, ich bin gerade ein bisschen pleite, deshalb dachte ich mir vielleicht. Da müssen Sie den Leon Müller fragen, der weiß da mehr Bescheid drüber als ich. Kannst du mich da verbinden? Jo, ich verbinde sie. Jo, danke. Viel ist es ja nicht. Tag. Ja. Hallo? Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Moment. Hey, servus, hey, krass. Komisches, ach Gott. Das ist wirklich. Hallo, sind Sie jetzt da? Hallo. Ja. Hallo? Ja, hallo. Hallo? Können Sie mich hören? Ah, jetzt höre ich Sie. Ich wollte wissen, ob Sie Gras benötigen. Müsste ich auch mal ganz kurz nachschauen. Na, dann gucken Sie mal bitte. Also ich hätte ein bisschen was. Viel ist es nicht. Ja, ich denke, wir könnten schon ein bisschen was benötigen, weil in unserer Heutrocknungsanlage haben wir gerade kein Gras. Da ist Ebbe. Okay, dann würde ich gerade mal einen Anhänger voll mitbringen. Ich glaube, das sind so 23.000 oder so. Ja, ich kann dann auch gleich den Preis ausrechnen. Ja, ich düse mal rüber, es dauert ja ein bisschen. Okay. Ja, 23.000 sind's. Gut, dann bis gleich. Tschüss. Ja, tschüss. Scheiß Techniker hier, neues Handy am Start und dann funktioniert nichts. Jetzt auch Radio am Arsch. Ja hier immer den richtigen Radiosender finden, ne? Gut, dann verkaufe ich den das Gras. Dann müsste ich gleich mal gucken, ob wir schon wieder Gras mähen können. Das wäre nämlich gut, dann können wir da noch ein bisschen Geld verdienen.
Und vielleicht kann ich dann mir den Dünger auch noch leisten, um meine Felder zu düngen. Wo kommt denn der jetzt hergefahren? So ein Held. Kommt hier einfach von der Wiese runtergebrettert. So, ich werde jetzt gucken, dass ich die Felder noch einmal abernte, die zwei. Und dann muss ich mir bei mir unten welche kaufen. Und auch schauen, dass ich vielleicht ein paar landwirtschaftliche Maschinen bereit oder krieg. Dass ich anfangen kann, richtig zu arbeiten. Letztes Ziel. Herr Müller! Ja, hallo, Herr Varuna. Was ist denn hier passiert? Weiß ich auch nicht genau. Der liegt irgendwie falsch rum. Soll ich Ihnen gerade mal helfen? Wäre nett. Moment. Stelle ich gerade mal den Dinger hier ab und dann müsste eigentlich gehen. So, bitteschön. Danke. Dann kann ich nämlich auch gleich mal einen Traktor holen und den wegfahren irgendwie. Ja, sagen Sie mir noch schnell, wo das Heu hin soll. Das Gras. Kommen Sie gerade mal kurz mit. Das ist nämlich nur einfach, durch Schwerkraft, die regelt das. Der hört mich gar nicht. Wenn Sie es einfach gerade hier abladen könnten, das wäre gut. Was? Wenn Sie es einfach gerade hier abladen könnten, das wäre perfekt. Gut, ich guck mal, ob das geht. Ja, passt. Was haben Sie hier eigentlich? Was ist denn das hier? Sie haben gerade irgendwas von einer Heutrocknungsanlage. Grastrocknungsanlage, Entschuldigung. Ich bin heute ein bisschen verwirrt. Nee, Sie haben schon recht. Hier steht Heutrocknung. Ja, ich bin heute noch nicht so ganz. Und was macht das hier? Hier wird das Gras zu Heu getrocknet. Ah, deshalb heißt es auch Heutrocknung. Ja, logisch. Okay. Haben Sie viel Abnehmer für Heu? Ich glaube eher nicht so. Okay. Okay, gut, was kriege ich denn jetzt dafür? Müsste ich kurz ausrechnen. Okay. Ich fahre mal vor zu Ihrer Halle, weil ich würde mir dann noch Equipment nehmen für meine Felder. Ich müsste die mal düngen. Ja, machen Sie es gerade. Danke. Und Sie können auch, wenn Sie Zeit haben, Ihren Preis abholen. Das sind ja 2 Krampe mit Kalk. Ah, stimmt. Soll ich mal mit dem scheiß Kalk anfangen? Ah. Mal überlegen. Ja. 2 Gramm Beladung Kalk. Was geht denn da rein? Okay, naja. Gut, dann warte ich mal, bis der mir Geld überwiesen hat und dann fahre ich mal los und dünge meine Felder.
nicht. Für was brauche ich denn Kalk, bitte? Warte mal, ich muss mal gerade noch mal den Neumann was fragen. Herr Neumann? Ja? Ich habe gerade noch mal eine Frage. Ich wollte meine Felder düngen. Ja? Was nehmen Sie denn dafür? Diesen Anhänger da drin oder die Feldspritze? Das ist... Also, wenn Sie mit Flüssigdünger arbeiten wollen, dann nehmen Sie Flüssigdünger, und wenn Sie Festdünger nehmen wollen, nehmen Sie Festdünger. Was ist denn günstiger? Ich habe nicht so viel Geld. Dünger. Festdünger. Ganz normaler Festdünger, ja. Okay. Muss ich da am Traktor irgendwas ändern? Nicht, dass ich zu viel Frucht kaputt fahre oder so. Sie wissen ja, ich habe noch nicht so viel mit der Feldarbeit am Hut. Ja, eigentlich nicht. Sie müssen halt ja nur den anstellen, aber sonst. Okay, also ich muss keine Pflegebereifung aufziehen oder sowas. Pflegebereifung kommt natürlich drauf an, wie weit ihr Feld ist. Ja, das weiß ich ja eben nicht. Das ist grün. Hellgrün. Nee, dunkelgrün. Ich glaube schon zwei. Ich glaube, dann müssen Sie mit Pflegebereifung nehmen. Okay. Nein, dann gucke ich mal, ob ich den Jürgen erwisch. Okay, gut, danke. So. Achso, wegen Ihren Kalk. Ja. Den bringen wir Ihnen vorbei. Sollen wir in Ihr Multisilo reinschütten? Gucken Sie mal, ob das geht. So, gucken wir mal. Jo, okay. Einen Anhänger würde ich aber dann nachher selber mit runternehmen nach dem Düngen. Da müssen sie nicht extra zweimal fahren. Schauen, okay, hier so dann alles steht. Okay. Steht. Gut, bis später. Tschüss. Bis später. Tschüss. Ja. Hallo, Jürgen? Ja? Du, ich habe gerade ein Problem mit meinem Truck, mit meinem Ford. Oh Gott, ist dieser MB-Truck laut, hey. Ich bin beim Landhandel. Ich wollte jetzt meine Felder düngen. Und der hat gemeint, ich bräuchte eine Pflegebereifung auf meinem Ford. Ja, ich bin gerade unten in der Werkstatt angekommen. Okay, dann komme ich gerade mal rüber, geduzt da ist. Dann können wir das gleich erledigen. Steh vorm Tor. Ach du auch, ich sehe dich. Gut, bis gleich. So, da kommt er ja angeflitzt hier. Ne, das Auto, das Auto gefällt dir, ne? Hallo? Guten Tag. Hallo? Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin hier ein neuer Bürger und wollte einfach mal so erkunden und hier die Leute kennenlernen. Ja, ich bin der Jürgen Rasix, ich bin der Chef vom Bauhof. Oh, das klingt schon mal gut. Wenn ich mal einen Hof habe. Da muss sicherlich was gebaut werden. Ja, und ich mache, wie Sie sehen, Reparaturservice. Boah, der Traktor da hinten, der sieht geil aus. Und hier war doch gerade eben noch so ein anderer her. Wo ist der denn hin? Ah, da. Hallo? Hallo? Der sagt nichts. Ja? Hallo? Okay. Da suche ich später nochmal bei ihm. Was ist denn das für ein Vogel? Der kommt hier einfach angelatscht und labert mich voll. Komisch. Der hat einen Traktor. Hä? Plastikbomber. Der war das mit dem grünen Ding. Der ist vorher neben mich rangefahren und hält plötzlich an. Da dachte ich, was ist denn los? Okay, Also du brauchst Pflegebereifung. Na, ich nicht, aber der Traktor. Ja, da du keine brauchst, alles klar. Ich fahr mal gerade rein. Jo, mach das mal.
Ich hoffe mal, du hast welche für den hier da. Ja, müsste. Soll ich dir tragen helfen? Ja. Ja, warte, ich nehme mal den großen und roll den rüber. Oh, jetzt bin ich hier gegen die Wand gefahren, verdammt. Ja, hier. Einer, ich hol den nächsten noch. Jo. Kling-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 ling. Ja? Ja, ich bin's nochmal, der Stromberger. Ja? Der Herr Peter ist, glaube ich, gerade nicht da. Ich würde erstmal sagen, dass wir den Traktor so lange dort stehen lassen. Ja, okay. Und das mit dem LKW kläre ich am besten nachher, wenn er da ist, auch nochmal mit ihm ab. Ja. Ja, auf der Hand. Jo, tschüss. Ich komme mit dem LKW eh einmal kurz bei euch vorbei. Ich glaube, da ist ein Reifen locker. Ja, okay. Solange keine Schraube locker ist bei denen. Ja. So, ich habe die alle hingelegt. Ich hoffe, dass ich die richtig rum sortiert habe.